So Leute, ja, das kommt jetzt vielleicht ein bisschen unerwartet, aber ich dachte mir, hey, ich versuche es wieder mit einem Unboxing-Video. Jetzt, wo ich in meiner, obwohl eigentlich schlecht im Game, ein doch relativ stabiles Stativ hingebracht habe. Ja, einfach halt das Stativ vom Mikrofon genommen und da irgendwie die Cam da reingewirkt. Aber es funktioniert, hey, das ist die Hauptsache. So, Xenoblade Chronicles, Definitive Edition, Collector Set. Ja, heute ist ja einer der Release von Xenoblade Chronicles für die Switch. In die Definitive Edition, sprich, ja, wenn man so will, halt ein Remaster. Noch damals von der Wii-Version, aber mitunter ja auch für den 3DS, oder New 3DS gab es ja auch eine Version. Und ja, wenn wir sagen, gucke mal, was hier denn so alles drin steckt. Also erst einmal hier sowieso eigentlich nichts Besonderes. Natürlich ist links oben das Nintendo Switch Logo. Wie künstlich kann das sein? So, da stellen wir mal zur Seite. Sind es mehr oder weniger, ein bisschen weiter weg, so. Ne, komplett weg, weil sonst habe ich da einen Schatten drin und das ist hässlich. Okay, das sieht schon mal auf den ersten Blick relativ normal aus. Also ich meine, wir haben hier natürlich erst einmal das Game Case. Ja, ich merke schon irgendwie, ich brauche neue Cam. Ich brauche definitiv neue Cam. Zum einen schon mal in der Auflösung, weil die ist irgendwie nicht wirklich 16 zu 9, sondern 4 zu. Wofür? Ich wollte sagen, wofür aber schon Fingernägel, wenn es ja trotzdem nicht klappt, wa? So. Ja, jetzt in der Chronicles. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Das war ja, wenn mich nicht alles täuscht, so viel zum gut erinnern, ich habe ja 2011 mit Let's Playen begonnen, kann das sein? Alter, ich weiß gar nicht mehr. Auf alle Fälle war ein Jahr nach meinem Start, also war quasi zum einjährigen Jubiläum als Let's Player. Aber damals nur bei Chronicles für die Wii gezockt. Damals leider den Fehler gemacht, da ich mir irgendwie dachte, ja, das Spiel, das ist relativ schnell durch und so, kann mehrere Spiele parallel zocken. Und habe mich diesem Spiel, was es doch eigentlich verdienen würde, nicht intensiv genug gewidmet. Two Way Titans, the remains the scene of an epic adventure. About to begin. Ja, Salitanen. Was? Oben auf Englisch und kurz auf Deutsch. Okay. Obwohl nur der erste Satz. Okay, aha, okay. Da hat er gerade, hey, da hat die Übersetzung. Gut, von mir aus. Sind noch ein paar Screenshots. Ja, sieht eigentlich alles sehr, sehr geil aus. Ich weiß, man sieht es gerade. Okay, ist ein bisschen. Sorry, mach es gerade zum ersten Mal auf die Art und Weise. Kamera, Zoom. Hallo, Zoom-Faktor? Okay, irgendwie nicht. Jetzt geht's. Hä? Okay. Ja, es sieht schon natürlich alles ein bisschen glatt aus, noch damals auf der Wii. Ist ja kein Wunder. Ich hoffe, das Ganze läuft mit einigermaßen vernünftigen Full HD und 60 FPS. Und ein bisschen Zweifel dran habe. Ja, wir also. Xenoblade Chronicles feiert 12 Jahre. Sehr schön. Ja, alte Cartridge. Wie man sie auch kennt, wa? Ansonsten nichts Besonderes, ja nichts weiter mehr drin. Auch natürlich halt auf Französisch natürlich, wohlgemerkt, auf Französisch. Warum eigentlich der Wort? Auf Französisch, warum auf Französisch? Hä? Auf Englisch hätte ich noch verstanden, weil ihr ist ja auch hauptsächlich auf Englisch, aber hä? Okay, wo zum Henker hat das Spiel herbekommen? Ich weiß es nicht. Gut, eigentlich habe ich es schon seit gestern, muss ich zugeben. Ich habe es am Donnerstag bereits bekommen, aber ich dachte mir so, nee, come on, das kann ich jetzt nicht machen oder so. Ich meine, ich kenne es ja selber. Wenn man vielleicht ein Spiel verspätet bekommt oder so, dann hat man irgendwie auch, ist man ja auch ziemlich gefrustet und so und sieht andere, die sind schon eine Woche vor, oder sogar eine Woche vorher, gibt es ja auch solche. Ich sage nur bei mir damals noch Zelda Skyward Sword und so, hier Steelbook-Version, natürlich die, die wir nachher nutzen werden, um das Spiel zu verstauen. Sieht alles sehr, sehr geil aus. He? Also, man kann ja dazu dann sagen, ja, ich habe gesehen bei Chronicles bereits Let's Played, das Original damals. Aber eben, es war dann zum Schluss hin, ja nicht zum Schluss hin, es war zum Teil ein bisschen ein Frust, weil man das Gefühl hatte, hey, da muss ich doch irgendwie noch offscreen trainieren und so, weil ich gar keinen Bock drauf habe. Etc., etc. Und. Music Download Code. Ah, okay. Ja, den Fehler, den ich damals gemacht habe, will ich diesmal nicht mehr machen. Es wird zwar kein Let's Play werden, das haben wir schon mal gesagt. Wenn, dann wird es ein Livestream-Projekt, falls ihr überhaupt daran Interesse habt. Okay, Analyse Download Codes, das kriege ich noch irgendwie hin. Muss ich erstmal hier aufrubbeln. Jo, das macht Sinn.
Weil sonst können ja direkt alle irgendwie bereits mir, sagen jetzt mal, klauen. Obwohl es natürlich keiner machen würde, wa? Nein, nicht meine Zuschauer. Nicht meine Zuschauer, die machen sowas nicht. Die klauen nicht irgendwie meine Codes. So, dann packe ich hier mal das Spiel hier rein. So, Plastik kann weg. Macht so kein Mensch. Dann haben wir also hier einmal die Steelbook, oder das Steelbook, plus hier ein normale Game, also Hülle, sag jetzt mal. So, was verbietet sich denn hier drunter noch? Wir können hier ganz kurz gucken. Ist nichts verborgen, hat keinen doppelten Boden. Doch, vermutlich schon. So, Karton. Ja, Karton. Ja, man sieht da unten natürlich bereits etwas, aber wir werden gucken, was hier irgendwo dazwischen. Die Cam braucht ein bisschen für den Fokus. Ja, dann hat er mir auch ein bisschen anders vorgestellt bei der Cam, aber ich hoffe, es ist noch einigermaßen erträglich. So, dann, was haben wir hier Schönes? Sound. Selektion. Jetzt seht ihr es hier gespiegelt. Seht ihr, also hier die Cam drin haben, hier ist das Stativ. Stativ eigentlich hier vom Mikro. Hier. Sieht man es? Ne, man sieht es nicht. Ist sogar rechts. So, Sound Selection. Hä? Schallplatte, ernsthaft? Moment. Das war jetzt nicht geplant. Sorry. Muss man ganz kurz da etwas entfernen. So, Sound Collection, okay. Erstens Platz entfernen, weil sonst spiegelt es mir zu sehr. Auch keinen Bock. Aha, den Cutter. Natürlich nicht zu tief schneiden. Hä? Ja, ihr seht, der richtige Bildschirm. Also nicht Bildschirm schon, sondern Bildschirm hinter uns von mir, das Triforce. Schneid mal hier unten. Ja. Vorsicht. So. Wunderbar. Moment, wir kommen gleich zum Wein. Oh, das sieht aber auch schön aus. Das ist ein Poster, das wäre natürlich ganz geil. Alter, wie die aussehen, die ganzen Charaktere. Obwohl ich natürlich noch ein paar im Kopf habe, wie sie heißen. Sag mal. So, lass die weg. Also, Sound Selection. Sieht echt aus wie Schallplatten. Gut, ich meine, die jüngeren Zuschauer hier werden nicht mehr wissen, was Schallplatten sind. Nur nach dem Hörensagen nach. Ist doch echt. Nee, da kann nicht sein, oder? Da ist keine Schallplatte drin. What the? Okay, jetzt bin ich gespannt. Komm, wo sollen die abspielen? Also, ich hab doch keinen. Nee, come on! Also, stylisch ist es, kannst sagen, was du willst. Ist ja noch irgendwie. Side A, Face A. Hä, ernsthaft jetzt? Oder brauch einen größeren CD-Player? Da wäre die andere Option, warte mal. Guck gerade, ob er da irgendwie groß drücken kann, aber. Also, hätte man jetzt vorstellen können, das ist eine Gimmick, dass man das Teil irgendwie rausbrechen kann. Jetzt nicht zerstören, das schon nicht, aber. Aber irgendwie hat es so ein bisschen was vom Shield von Captain America, oder? Ja, natürlich der Schriftzug nicht, aber so ein bisschen so. Leicht blau und so, also. Hat ein bisschen was. Hm? Das ist echt eine Schallplatte. Nee. Hä? Ich muss auch sagen, ich hatte schon sehr lange keine mehr in der Hand, aber. Guck mal, machen wir hier auf der Seite. Weil es ist ja sehr, sehr dünn, das Ganze. Am besten will ich sehe jetzt hier nicht, wie ich da irgendwie. Hä? What? Okay, kein Plan, wie das gehen soll. Ist natürlich eine coole Frisbee-Scheibe. Nee, hä, ich hab keinen Plattenspieler mehr. Das ist schon viel zu lange her. Hm. Aber grundsätzlich eine geile Idee, muss ich mal so sagen. So, Seite damit. Das zeigt auch nicht mehr. So. Sound Selection, das packe ich auch mal hier zur Seite, das kann man einfach brauchen. So, dann zum restlichen Inhalt, das haben wir hier. Ich nehme mal an, wird ein schönes Poster sein. Erstmal aufklappen, gucken, also im Hintergrund noch etwas. Nö. Einmal wieder mal ein Poster von vernünftiger Größe. Ich bin ja einer nach dieser Kinder der 80er bzw. 90er eher, weil ich bin ja Jahrgang 88, die es geliebt hat, wenn man irgendwie noch Poster aufhängen konnte. Damals von Spielen eher weniger, es kam eher so Ende 90er auf, aber trotzdem war es halt, ja, war es schon ein bisschen nervig im Klang her. Halt doch geil, dass man so etwas machen konnte, oder? Jetzt sieht man ein richtig schönes, großes Poster.
wenn du heutzutage ein Spiel irgendwie etwas drin hast, postermäßig, ja, ist kaum größer als die Hand. Also. Das ist geil. Das ist geil. Ein schönes Poster. Mit Schulk und bin ich mir sicher, Melia? Nee. Kommt das weiter mit M? Hab ich irgendwie so im Kopf. Jo. Mir das noch. Oh, ein doppelter Boden. Oh, oh, ganz fies. Okay. Und hier. Xenoblade Chronicles. Wortwörtlich, war die Chronicles. Alter. Ist ziemlich fett, das Teil. Also passt zu mir. Was haben wir hier hinten noch Schönes? Okay. Wir haben halt Mekon und Bionis, oder? Ich glaube, das waren die. Also Mekon stimmt garantiert, weil sind ja die. Oder Mekonis. Denke mal an Bionis und Mekonis, oder? Nee, ah, keine Ahnung. Wir sehen sie bald wieder. So. Dann kann man hier als. Ja, jemand sagt. Was kann man hier? Wir können durchblättern, ne? Ein bisschen die Dinge dabei. Schöne Illustrationen. Hier zum Beispiel hier auf der linken Seite. Wonder, wonder, wonderful. Charaktere. Ja gut, dann so. Oh. Schulk mit verschiedenen Rüstungen. Ach stimmt, da gab es auch damals das so mit dem Schmiedeprozess. Der war in der Chronicles ziemlich einzigartig, aber ich mich zu Beginn, damals vom Let's Play halt noch, ziemlich doof angestellt haben. Zum Schluss hat es irgendwie funktioniert. Alles geil, alles super. Ja, ich werde natürlich nicht alles durchblättern, weil es wird so lange dauern. Hier haben wir Rain. Ah, so hieß der Typi. Rain. Da haben wir Schala. Alter, wie geht's mit Valhausen, wenn die natürlich genauso geil im Spiel aussehen und vor allem natürlich auch nicht nur im Tablet-Mode, sondern auch im TV-Mode. Sprich natürlich dann auf dem Fernseher mit 1080p und hoffen natürlich auch 60 FPS und so. Wäre das schon geil. Oh, warte mal. Bisschen zu weit. Dunburn, genau. Kann ich natürlich auch noch. Oh, hier sieht man schon seine Vernarbungen. Melia, ah, doch, eben Melia. Das sehen wir doch. Gut, da kam natürlich, da ist der Heldenporn, oder? Ricky, der Heldenporn. Hey. Ja gut, da kann man natürlich jetzt alles ein bisschen sehr genau durchgehen. Man kann sich auch zu sehr spoilern lassen, vor allem für die, die es noch nicht kennen. Und deswegen nochmal sagen, nö, das machen wir jetzt nicht. Wir lassen ihn jetzt mal schön hier stehen. Gucken wir noch, hat sie noch irgendwie etwas... Es hat noch irgendwas... Hat sie noch irgendwie... Nee, hat nichts mehr drüber. Ist einfach nur, es sieht so aus, kann man hier noch irgendwie großartig etwas rausziehen, aber es geht nicht mehr. So, dann weg damit. Aua. Okay, das passiert, wenn man zu doof ist. Also all die unnützen Sachen weg, dann haben wir also Data, dann haben wir die Dinger, Wonderful, dann haben wir natürlich noch das Poster und das Teil hier, Wonderful, ja? Die Schallplatte rausfinden muss, wie ich die abspielen kann, oder die irgendwie, kein Plan, das ist echt. Nee, gut. Ich muss mal gucken. Vielleicht schon gerade zu doof an war. Kann natürlich auch sein. So, hätten wir also jetzt, ich versuche es einigermaßen zentral hinzulegen, dass wir von allem ein bisschen etwas haben. He? Wir haben also hier, weil ich nachher sowieso noch eine andere Aufnahme mache, aber das ist eher für Thumbnail. So, wir haben also einmal das Poster da. Wir haben hier die Sound Collection. Gut, nehme ich doch lieber hier hoch. Mir gefällt das Bild des Munado, hätte ich gerne so dargestellt. So, es ist doch fast schon perfekt. Ja? Wir haben da oben das Poster, wir haben hier unten die Chronicles, wir haben die Spiele, beziehungsweise eigentlich eher so, wa? Und das war's. Das ist der komplette Inhalt hier von der Collector's Edition. Der Definitive Edition von Xenoblade Chronicles. Und ich würde sagen, es wird Zeit, das Spiel mal in die Switch anzulegen. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass es irgendwie noch einen One-Day-Patch geben wird oder sowas in der Art. Wie man sie mittlerweile kennt, war fast schon Standard ist. Und ja, wir würden natürlich auch freuen, was ihr zum Spiel selbst haltet, zu Xenoblade Chronicles. Ob ihr der Meinung seid, hey, das wäre eine geile Idee, wenn das mal im Stream zocken würde. Ihr könnt euch auch gerne vorstellen, ob ihr es als Let's Play sehen wollt. Aber eben wohlgemerkt, ich habe es ja damals eigentlich schon als Original-Let's Play. Wenn ihr aber trotzdem gerne das als Let's Play sehen wollt oder auch als Live-Let's Play, also sprich zuerst auf Twitch streamen und dann auf YouTube
1 zu 1 hochladen, ist natürlich auch eine Option. Schaut es mir bitte gerne in die Kommentare und dann nochmal sagen. Warte mal. Freunde, was steht hier? Music Download Code. Es könnte ja sein, dass das gleiche ist, was hier drin ist, auf der Schallplatte. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Schallplatte gar nicht funktioniert. Nee, die wird schon funktionieren, weil sonst es wird keinen Sinn machen, dass das steht von Seite A und Seite B, was drauf ist. Weil beim Download habe ich keine Seite A und keine Seite B. Da würde einfach nur eine Liste mit allen Musikstücken draufstehen und fertig. Oh Mann. Tja, wir werden sehen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, Freunde, und hoffe wieder bis zu einem nächsten Unboxing. Eins hätte ich eigentlich noch parat. Ich glaube, das mache ich auch gleich mal, beziehungsweise später mal noch, in ähnlicher Form. Und dann, übrigens zu Dragon Ball Z Kakarot, nur mal ganz nebenbei. Und dann mal gucken, auch Livestream-mäßig und so, wie es mit der Cam, wobei dort ist 16.9 nicht so wichtig, da finde ich es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber generell mal eine vernünftige Webcam, also wirklich sehr, sehr vernünftig, weil die ist schon vernünftig, aber jetzt nicht wirklich sehr gut. Wäre eigentlich mal eine Option, vor allem wenn man da häufiger streamen würde, wa? Also, wie dem auch sei, danke fürs Zusehen, habe schon mal gesagt, bis zum nächsten Mal. Freut mich schon auf eure Kommentare, was ihr zum Spiel haltet, wie ihr die Collector's Edition findet, was ihr zu meiner Idee haltet, von wegen, Let's Play, Stream, Live-Let's Play. Freut mich sehr darauf und würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.